Ja, schnelle Fußarbeit, Action, Dynamik, bewegliche Körper, Paarharmonie, Rhythmus, das sind die Zutaten für ein Grand-Slam-Finale in den lateinamerikanischen Tänzen. Und es tut sich was in der Lateinszene. Ein neuer Platzhirsch wird gesucht. Der Weltmeister ist abgetreten. Nur seine bessere Hälfte ist noch am Start. Dazu später mehr. Das sind die Europameister Armen Tsaturian und Svetlana Gudino aus Russland. Los geht's mit dem Cha-Cha-Cha, der erste Solotanz. Und die Europameister wollen natürlich zeigen, dass sie die Nummer 1 sind. Und darauf kommt es an im Cha-Cha-Cha. Paarbezogenes Tanzen mit hohem Tempo, schnellen Beinen und einer ruhigen Führungshand. Wie gesagt, diese beiden sind Europameister, aber sie haben noch kein Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr gewonnen. Es ist also Bewegung in der lateinamerikanischen Szene und deshalb wird die Wertung für diese beiden jetzt mit Spannung erwartet. Aber hier schön zu sehen, die Führungshand, ruhiger Oberkörper und das Tempo, das passiert mit den Beinen und den Füßen. Armen und Svetlana, die russischen Meister, und sie gehen erstmal auf den ersten Platz mit 37,8 Punkten von möglichen 40. Also eine sehr hohe Wertung. Das ist eine Ansage an die Konkurrenz. Diese beiden gilt es heute zu schlagen. Und ein Paar aus Pforzheim möchte das unbedingt tun. Marius André Balan und Kristina Moschenska, neu zusammengestellt. Seit 3 Jahren sind sie ein Liebespaar, aber getanzt hat sie mit dem Weltmeister Nino Langella. Und jetzt tanzt sie mit ihrem Partner auch lateinamerikanische Tänze. Und sie wollen natürlich das Heimpublikum anstacheln, wollen ihr Publikum in der Stuttgarter Liederhalle hinter sich bringen. Auch sie mit dem Cha-Cha-Cha. Aufgeweckt, selbstsicher, mit ruhigem Oberkörper, intensiver Hüftarbeit und sehr musikalisch. So präsentiert sich das Paar vom Schwarz-Weiß-Club aus Pforzheim. Und sie wollen nur eins, sie wollen die Nummer 1 werden. Und so präsentieren sie sich eben auch sehr, 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 sehr selbstbewusst. Und sie haben nur ein Ziel, sie wollen Weltmeister werden, im September in China. Und in China waren sie schon Zweite beim Grand Slam und in Hongkong Vierte. Also sie sind noch nicht ganz oben angekommen, aber nach einem halben Jahr Training ist das auch noch nicht zu erwarten. Trotzdem harmonieren sie schon sehr, sehr gut. Ein Partnergefühl ist einfach da. Klar, wenn man zusammen lebt, dann kann man auch gut zusammen tanzen, sollte man meinen. Und die schnellen Beine zum Cha-Cha-Cha, die Technik, die ist perfekt. Und jetzt warten wir auf die Wertung von diesem spektakulären Auftritt. Und es ist der erste Platz. Da geht ein Lächeln übers Gesicht. 37,94 Punkte. Der Jubel. Jetzt haben sie es gemerkt, dass sie gewonnen haben. Sie haben hohe Werte, vor allem in der Musikalität, in den Partnering Skills, wo das Zusammentanzen eben bewertet wird. Und das ist ein klasse Start in dieses Turnier. Mal schauen, ob sie den ersten Platz auch verteidigen können. Wir kommen zum zweiten Tanz, der Samba. Und der zweite Tanz wird in der Gruppe getanzt.
Drei Solotänze, zwei Gruppentänze. Und wir sehen Yuri Simachev und Anastasia Gluktova aus Russland, die russische Nummer 2. Für beide ist der Finaleinzug schon ein Erfolg. Wenn sie nicht Sechster werden von insgesamt über 350 Paaren, wäre das schon ein Riesenerfolg. Und die beiden kennen sie, das sind die Europameister Armen und Svetlana, die russische Nummer 1. Sie wollen jetzt in der Samba natürlich zeigen, dass sie die Nummer 1 bleiben wollen. Und aus Frankreich dabei die französischen Meister Charles-Guillaume Schmidt und Elena Salikova, die Dritten der Europameisterschaft. Und das ist das zweite Pforzheimer Paar, Nina Betsubova und Timur Imametdinov. Nina war ja mit Marius André Balan erfolgreich und jetzt hat die Zellteilung Wirkung gezeigt. Zwei deutsche Paare im Finale. Wunderschöne, raumgreifende Samba-Rollen haben wir da gesehen. Und die Bounce-Bewegung, das ist wichtig. Die Samba, der zweite Tanz, alle sechs Paare auf der Fläche. Und jetzt warten diese Paare natürlich gespannt auf die Wertung. Kann Marius André Balan die Führung ausbauen, verteidigen oder greifen diese beiden hier an, die Europameister aus Russland? Schön zu sehen, die Bounce-Bewegung. Und die Franzosen, die sehr paarbezogen tanzen mit enger Handführung. Die Hüfte ist super beweglich. Und hier das Ergebnis nach dem zweiten Tanz. Marius André Balan und Kristina Moschenska verteidigen die Führung. Aber es ist nur ein Punkt, es ist hauchdünn vor den beiden Russen Armen und Svetlana. Und jetzt kommt schon der zweite Solotanz, die Rumba. Jetzt muss es knistern auf dem Parkett. Eine sehr starke Darbietung der beiden, aber das Zusammenspiel zwischen Mann und Frau hätte für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr Ausdruck finden können, in mehr Handarbeit, in mehr Führung von seiner Hand. Er hätte sie mehr zur Geltung lassen kommen können, aber das ist Jammern auf extrem hohem Niveau. Diese beiden sind schon absolute Weltklasse und zeigen das auch. Sie haben es wirklich toll gemacht, diesen Fokus auf die Zweisamkeit gelegt in der Rumba. Und wir sehen das zweite deutsche Paar, Timur Imametdinov und Nina Betsubova. Vielleicht erkennen wir jetzt den Unterschied. Vielleicht tanzen sie paarbezogener. Auf jeden Fall müssen sie gemeinsam das Publikum jetzt vergessen.
Schnelle Drehungen wechseln sich mit langsamen Posen ab. Sehr rhythmisch getanzt. Diese beiden tanzen erst seit einem halben Jahr zusammen, waren aber auf Anhieb Vierte bei den Europameisterschaften und sie gefallen mir sehr, sehr gut. Da entwickelt sich was und vor allem tanzen sie sehr, sehr paarbezogen mit toller Führungsarbeit von Imo. Und jetzt sehen wir gleich den direkten Vergleich zu den Europameistern Armen und Svetlana mit ihrer Rumba. Und bei diesen beiden hat man das Gefühl, sie verschmelzen zusammen zu einer Einheit. Kein Wunder, die beiden tanzen seit 5 Jahren zusammen, kennen sich in- und auswendig. Und deshalb bekommen sie sehr hohe Werte bei den Partnering Skills. Aber es reicht noch nicht, um an Marius Andribalan und Kristina Moschenska vorbeizuziehen. Aber der Abstand, der wird geringer. Die Russen, sie greifen an. Und sie können das jetzt ausleben im Paso Doble mit dem Schuss Aggressivität, der dazu notwendig ist. Es ist also der vierte Tanz. Der Mann ist der Matador, die Frau die Kapa. Gemeinsam wollen sie den Stier provozieren. Und das geht natürlich besonders gut mit einem roten Kleid von Kristina Moschenska. Diese beiden hier im grünen Kleid, das sind Gabriele Goffredo und Anna Matus. Sie starten vor Moldawien. Sie haben die letzten 2 Grand-Slam-Turniere gewonnen, aber diesmal scheint es nicht zu reichen. Sie sind bisher auf Platz 3. Und diese beiden kämpfen um Platz 4, Jarl-Guillaume Schmidt und Elena Salikova aus Frankreich. Das sind die russischen Europameister, technisch auf sehr hohem Niveau, sehr paarbezogenes Paso-Doble-Tanzen, sehr harmonisch, ähnlich wie Marius Andribalan und Kristina Moschenska. Und da wird es jetzt spannend, wer von diesen beiden Paaren punktet mehr bei den Wertungskriterien. 4 Stück gibt es ja, technische Qualität, Movement to Music, Partnering Skills und Choreografie und Präsentation.
Insgesamt kann man 40 Punkte erreichen. Und bei Partnering Skills sollten Marius André Balane und Kristina Mosenska punkten. Das tun sie auch. 150,73 Punkte nach dem vierten Tanz. Aber der Abstand wird geringer, denn Armen und Svetlana waren im Paso Doble besser. Es kommt also zum Showdown im Chive. Nur 0,14 Punkte ist der Unterschied zwischen Paar 1 und 2, zwischen diesen beiden und den Verfolgern, den Russen. Jetzt müssen sie also ein Feuerwerk abbrennen auf der Tanzfläche in der Liederhalle. Perfektes Jive-Tanzen, hohes Tempo, sehr ausbalanciert, präzise, spektakulär und voller Lebensfreude. So soll Jive getanzt werden. Das war eine klasse Darbietung, aber wird es reichen, um das Turnier auch zu gewinnen? Hier nochmal eine Studie der beiden. Wie gesagt, sie sind sehr ausbalanciert, stehen sehr gut über dem Fuß. Keine Probleme, das Gleichgewicht zu halten, trotz schneller Beinarbeit. Und das Spiel mit dem Publikum, das funktioniert auch. Und die sind motiviert und sie wollen gewinnen. Und 38,08 Punkte, das ist eine sehr hohe Platzierung, eine sehr hohe Punktzahl bei Partnering Skills, die 10,0. Das heißt Outstanding, die wird nur ganz selten vergeben. Drei Wertungsrichter müssen sich da einig sein und das sind sie. Und das Publikum ist begeistert, aber es ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Können diese beiden nachlegen? Können Armen und Svetlana da noch eins draufsetzen? Für meinen Geschmack ist dieser Jive mit diesem Show-Element ein bisschen besser ausgetanzt. Exakter, harmonischer, synchroner und vielleicht noch ein bisschen musikalischer als bei Marius André Balane und Kristina Mosenska. Aber das müssen die Wertungsrichter entscheiden. Ich möchte es nicht. Die beiden Russen, die kennen sich halt in- und auswendig. Und an einem guten Tag, da können sie weltmeisterlich tanzen. Und das war nahe an der Perfektion. Und jetzt heißt es mit Spannung warten auf die letzte Wertung. 38,60 der erste Platz. Die 10 beim Music to Movement, also die Musikalität, super hoch bewertet. Und er geht in die Knie, denn er hat registriert, dass er gewonnen hat. Ein hauchdünner Vorsprung im letzten Tanz überholen Armen und Svetlana. Das Paar aus Pforzheim, Marius André Balane und Kristina Mosenska. Und er kann es gar nicht fassen, denn er hat noch keinen Grand Slam in diesem Jahr gewonnen. Er ist zwar Europameister geworden, aber bei den wichtigen anderen Turnieren hat es immer nur zu den hinteren Plätzen gereicht. Und deshalb der Jubel, die Freude natürlich umso größer. Denn in Deutschland zu gewinnen, in der Höhle des Löwen, in der Liederhalle, das ist schon ein Ding. Also hier das Ergebnis. Armen Zaturian, Svetlana Gudino mit 189,19 Punkten. Hauchdünn vor Marius André Balane und Kristina Mosenska. Jetzt ist auf jeden Fall alles offen für das Weltmeisterschaft im November. Die Paare tauschen jetzt und das ist gut.
weil das gibt Hoffnung für uns sehr für das Weltmeisterschaft. Die Paare tauschen, das heißt, es gibt immer wieder einen neuen Sieger. Die Sieger von Stuttgart heißen Armen Zeturian und Svetlana Gudino aus Russland.